Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen The Amazing Spider-Man 2 Part. Oh ja, und das müssen wir richtig schnell aussprechen. Es geht direkt weiter. Und ich bin mal dafür, dass wir mal wieder lustig, wenn die Kriminalität steigt, die Russen besuchen gehen, hä? Und wenn sie singt, ich würde ja gerne ein Foto von Detective DeWolfs Beweisen machen. Ach so, oh. Na gut, machen wir es mal. Du hast ja nichts dagegen. Knips. Genau, was ich gebrauche. Na bitte, ich spioniere guten Polizisten ja ungern nach, aber es muss sein. Es muss. Mr. Negative kontrolliert Chinatown. Es gibt zahlreiche Augenzeugen für seine Verbrechen. Wir könnten ihn leicht verurteilen, wenn wir ihn finden könnten. Sein seltsames Äußeres und seine Stärke deuten auf übermenschliche Kräfte hin. Und das macht ihn schwer zu fassen. Er ist wie das Negativ eines Fotos. Sein Gesicht ist immer im Schatten. Ich weiß nicht, was für Energie er beherrscht, aber wir müssen ihn aufhalten. Mr. Negative, von dem habe ich ja noch nie was gehört. Da können wir natürlich noch mehr herausfinden. Gerade als du glaubtest, ich könnte gar nicht mehr besser werden. Ach verdammt, das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich wollte. So, das auch nicht, aber besser als nichts. Wir sind gleich bei dem nächsten Foto. Ich bin irgendwie neugierig geworden. So, jetzt mit ganz viel Liebe. Ich davon, nach Hawaii zu ziehen. Aber da gibt es nichts zum Schwingen. Das wird bestimmt in der Seitengasse sein, oder? Irgendwo hier. Ah, da haben wir schon. Man muss schon arg krank sein, um sowas zu tun. Ach, er ist schon wieder hier. Wieso, wir haben ihn doch hinter Gittern gebracht, oder nicht? Was ist denn da los? Ich hätte es nicht besser malen können. Bei dem ist doch eine Schraube locker. Ich war vielleicht 6. Da sah ich, wie ein Hund angefahren wurde und starb. Etwas in seinen Augen zwang mich, hinzusehen. Was sah ich da, als sein Leben schwand? Ich wollte es wissen, musste es wissen. Meine Großmutter war schon alt und kurz vor dem Ableben. Also habe ich das beschleunigt, habe sie die Treppe runtergestoßen. Als ich unten war, war sie schon tot. Also musste ich es eben nochmal machen. Alter, der Typ hat so einen an der Klatsche. Zum Glück ist er hinter Gittern. Das muss man ja jetzt mal sagen. Und, wenn ich das hinbekomme, ja. Nein, du solltest krabbeln. Wenn dieses Kostüm an Gittern würde, hätte mir das jemand gesagt, oder? Nein, glaube ich nicht. Du siehst fett aus. So, wo ist der Heli? Ah, irgendwo, es hört sich gut an, aber ich sehe ihn nicht. Da! Ich häng mich mal an die Trucks. Mal sehen, was da so wichtig ist. Das ist kein Truck. Du bist umzingelt! Alter, was geht da denn? Ihr werdet für den Job eindeutig nicht gut genug bezahlt. Okay, wie viel haben wir? Da sind Polizisten. Da haben wir jemanden. Ich muss sie jetzt deaktivieren. Wie muss ich deaktivieren? Es ist nicht so, dass du deinen Job nicht beherrschst. Okay, ist es doch. Ich sehe da keinen mehr, oder? Wo kommt der denn her? Heute habe ich was Wichtiges gelernt. Bösen Jungs aufs Maul zu hauen, macht Spaß. Komm, gib mir her die Waffe. Und komm, ich gleich auch zu dir. Oh, das ging schnell. Na gut, wir interagieren hiermit mal. Boom! Oh, da steht er wieder. Bist du ein Stehaufmännchen? Hä? Willst du auch K.O. gehen? Und da liegt er schon. Okay, dann haben wir noch mehr. Da oben auch noch Scharfschützen. Von wo kommen die? Von wo kommt ihr? Sieht aus, als ob die von da oben kommen. Dann gehen wir mal da oben rauf. Wo bin ich? Wägst du dich absichtlich so lahm? Komm, Waffe her. Pantomimen-Nummer? Waffe her. Wo habt ihr diese Waffen her, Kinder? Mann gegen Mann. Mann gegen Mann oder Mann gegen Spinnnetz? Und? Nur ein bisschen näher. Bye, bye. Okay, die Scharfschützen haben wir auch ausgeschaltet.
Und dann geht's direkt hier runter. Die sind hinter mir. Hinter ihnen ist keiner mehr. Dann springen wir mal hier. Und schalten den mit der... Okay, sie haben beide eine Waffe. Na gut. Ist dich. Der liegt hier oben drauf, siehst du doch. Zum Teufel. Das darf doch nicht sein. Das ist meine Chance, herauszufinden, wo die wahren Prioritäten der Taskforce liegen. Ah, noch erwischt. Leute, hier bin ich. Alle arbeiten. War fair. Und nochmal wieder festen. Und dann komme ich ja. Sag doch, ist es ein cooler Spruch? Sowas wie, ich verfluche dich, Spider-Man. Das ich verfluche dich, Gangster? Das hat Spaß gemacht. Vier Stück noch. Noch mal? Wo sind die denn noch? Hä? Ach, dahin sind sie. Sind da doch noch welche? Ey, was ist jetzt passiert? Nicht im Stich lassen. Ich sehe gar nichts mehr. Oh, aber es war gar nicht mal so schlecht. Hat das weh? Moment, mir fällt gerade ein, dass mir das egal ist. Aber sowas von? Was zum Teufel? Ach, war doch nur Petey. War fair. Und die kommt hier oben rauf. Dann kommst du auch nicht mehr ran, Freundchen. Na gut, machen wir das so. Huha, hu. Wenn ich dich loslassen soll, hebe damit habe ich Lust. Nein? Okay. Was machst du da, Freundchen? Alter, habe ich gegen einen echten Versager gekämpft. War aber immer noch besser als du. Erledigt? Oh ja, wir haben es geschafft. Fast gestorben. Vor Langeweile. Okay. Din, din, din. Oh, wir haben wieder eine gute Tat vollbracht. Ich bin stolz auf mich. Und wie viel? Kommen wir Heldenstufe 2 nah? Komm schon, komm schon. Komm schon, du willst es doch auch, ey. Okay, hier haben wir direkt wieder ein Feuer. Oh. Haben wir auch irgendwo einen Anzug? Das hier? Versteck der Russen da. Zwei Stück. Oh, die sind so weit weg. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal das hier. Warum nicht? Ich hätte mal Bock wieder auf den Anzug. Und auf den Comic. Komm zu mir, hab ihn. He is safe. Auf meiner Liste. Ich bin immer großartig, aber manchmal bin ich besonders großartig. Oh yay, wieder durch den Park. Das macht besonders Spaß, weil man hier echt schnell ist. Oh fuck. Ich häng mich mal an die Trucks. Mal sehen, was da so wichtig ist. Und jawoll! Irgendwie da hilft sie. Wo ist Spider-Man? Ich hab jedem Vater das Leben gerettet. Allen! Und ich bin echt gespannt, was wir jetzt für einen Anzug bekommen. Wenn ich's schaffe, ne? Wir wollen ja nicht zu übermütig werden. Jemand will nicht, dass ich hier drin etwas finde. Aber ich bin wahnsinnig neugierig. Oh ja. Da sind wieder Roboter am Start. Die sind natürlich besonders kacke. Wo haben wir denn hier überall Gegner? Okay. Alter Schwede. Das sieht diesmal richtig gut gesichert aus. Dann picken wir uns mal die einzelnen raus. Der sieht ziemlich allein aus, oder? Oder ist dem nicht so? Lalalalala. Doch, er sieht ziemlich einsam aus. Keiner guckt. Ich versuche mal hier hinzugehen. Da erwische ich ihn viel besser. Genau so. Dann haben wir da auf der Seite noch einen. Ich versuche mal rüber zu springen. Wo guckt er hin? Stört ihn das, wenn ich ihn jetzt nehme? Ich weiß es nicht. Anscheinend ja nicht. Können wir noch hier ran? Oh, Kinder, das läuft echt gut. Könnt ihr euch noch an meine erste Mission erinnern? Oh, lief die grottig. Die lief verdammt grottig. Aber diesmal... Ich werde zu übermütig, ich merke das schon. Ich würde auch gern die Anzahl der Gegner sehen, aber... Naja, das wäre auch ein bisschen langweilig, glaube ich.
Wenn man immer die Anzahl sieht, dann weiß man ganz genau, wie viele. Oh, mir fehlen nur noch zwei. Ah, sie sind anscheinend nicht beieinander, also. Nein, 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 so ist schon in Ordnung. Okay. Wie wär's mit dem da hinten? Der sieht irgendwie gelangweilt aus. Ach, weil es zwei sind. Deswegen ist er gelangweilt. Okay, du läufst alleine rum. Warum denn? Magst du deine Freundin nicht? Oh, ich muss hier jetzt schnell... komm schon, ist er? Da. Ja, ich hab ihn. Gute Nacht. Wie sie einfach überall so rumbaumeln. Hier ist auch noch einer. Alter Schwede, da unten sind auch noch zwei. Er ist einsam. Er ist da drin, kann das sein? Alter, hier sind zwei Stück. Wenn er sich gleich wieder wegdreht, dann schnappe ich ihn. Alter, ich dachte, ich fall runter. Komm, hau ab. Glaub mir, Mann, hier ist nichts zu sehen. Geh einfach weg. Ihr unterhaltet euch doch eh nicht. Auch wenn es so aussieht, ich höre nix. Psst. Hau ab. Danke. Jetzt warten wir ein bisschen. Sicherheitsabstand, Freundchen. Ja, okay. Okay. Jetzt denk darüber nach, was du falsch gemacht hast. Alles? Oh ja, den habe ich auch. Ey, der ist ja schwierig. Glaube ich zumindest. Oh, oder auch nicht. Ich habe deine Nasenlöcher aufgemacht, damit du nicht schnarchst. Du musst mir nicht danken. Okay, so schwer war er jetzt doch nicht. Gut, man sieht ihn, aber ich glaube, auf dieser Etage... Ja, sieht gut aus. Habe ich alle ausgelöscht. Da sind drei. Und ich sehe schon, wie ich den ausschalten werde. Wir gehen mal eben ganz entspannt hier durch. Und ich werde mich hier abseilen. Ich versuche es jedenfalls. Geht nicht. Ja, das hörst du nicht. Dieses lächelnde Geräusch. Ach. Ei. Und er ist weg. Wir wissen ja, dass er gleich wiederkommt. Dann werden wir ihn mal gebührend willkommen heißen. Na, komm zu mir. Komm zu Daddy. Jetzt muss das schnell gehen. Ich hab ihn. Na, wo ist dein Kumpel? Genau, da wo du jetzt bist. Schlummerland? Okay, das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Und der letzte. Sie sind so niedlich, wenn sie schlafen. Jawohl, Kinder, wir haben's. Jetzt bin ich mal gespannt. Neon-Spider-Man anscheinend. Er ist gegen Radioaktivität geschützt. Soll Spider-Man den erworbenen Anzug anlegen? Ja, ich glaube, wir waren... Ich weiß gar nicht, so lange waren wir gar nicht der böse Spider-Man, aber Abwechslung tut uns ja ganz gut. Oh yeah. Grüne Füße. Ist mal was anderes. Sieht jetzt nicht so cool aus wie der davor, aber es ist mal was anderes. Warum nicht? Jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine kleine, wunderschöne Mission. Um unsere Heldentat... Linie, Balken wieder aufzubessern. Weil es gibt echt viele Aufgaben und
Das rattert immer so schnell runter. Guck mal, da haben wir auch gleich ein Feuer. Das bringt am meisten ein, anscheinend. Oskorp nicht kündigen. Und hab ihn. Ah, unter den Sohlen. Also die Sohlen sind auch grün. Das sieht witzig aus. So, wo haben wir die denn? Och Gott, ist das Gebäude groß. Och. Lass es nur ein sein. Vier. War ja klar. Hallo? Okay, wir können da schon mal hin. Nur noch ein paar Sekunden. Ja, ich spring da. Ja. Ja, ich. Haben wir uns beruhigt, Spidey? Alter, was sollte die Scheiße jetzt? Hey, ich kann mich nicht erinnern, einen Spinnenflambé bestellt zu haben. Ja, ja. Ich muss weiter. Ja, ja, danke, kannst du später sagen. Wo sind sie? Da ist hinten ist einer, glaube ich. Und ganz unten. Ach Gott, ist das ätzend. Ja, direkt ins Feuer. Runter und den Mund bedecken. Ich komme. So, Nummer 2. Alter, und die Zeit geht viel schneller voran. Kommt mir irgendwie so vor. Oh, 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 oh. Ob ich das diesmal schaffe? Ich bin mir nicht sicher. Da, das langt. Okay, von da aus können wir uns erstmal ein... Na, oh, ernsthaft, Spidey! So, wo haben wir sie? Ganz oben. Ganz oben, sag ich. Nein! Ich hasse dich, Spider-Man. Langsam fange ich an, dich zu hassen. Ich will aber noch höher. Verstehst du es nicht? Warum dreht sich jetzt alles? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist doch irgendwo da am Wehen. Will er springen? Hey, du brauchst nicht springen. Ich bin bei dir. Da ist auch der andere. Oh, wie komme ich da gleich hoch? Oh, die Etage kann ich mir doch niemals merken. Ganz, ganz weit oben. Was bin ich? Ich bin dein Bruder? So. Wo war das? Da. Wir sind fast da. Ist das dieses... Okay, okay. Nein, Mann, spring doch nicht! Warum? Bin unterwegs! Durchhalten! Wo haben wir ihn? Da ist er. Ja, ja, ich bin ja gleich da. Ich komm da nicht hin. Doch, ich komm da hin. Komm, 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 komm. Ja, ich bin da, ich bin da. Schnell hier raus, Skinner, schnell hier raus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, es wird zu knapp, Kinder, es wird zu knapp. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 ich bin noch da, ich bin noch da. Oh, ich hab's. Nein, das gibt's doch nicht! Was? Ach komm, das war so knapp. Sie war doch draußen. Nein. Alle Opfer des Brandes sollten Spider-Man wegen unterlassener Hilfe anzeigen. Ich stelle meine Anwälte kostenlos zur Verfügung. Wollt ihr mich verarschen? Es war so knapp, Kinder. Oh, Alter, mit den Worten werde ich mich jetzt mal verabschieden. Und das sacken lassen, diese Scheiße. Oh. Okay, Kinder, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns natürlich im nächsten Part. Ciao.